Einen schönen guten Morgen, liebe Pico-Fans. Heute ist Samstag, der 7. März 2020. Eigentlich wollte ich ja nicht so viele Videos oder V-Blogs, wie das so schön heißt, machen. Aber ich glaube, dass im Moment die Zeit doch dafür angetan ist, sie über etwas zu informieren, was Sie vielleicht interessiert. Wenn Sie es nicht interessiert, schalten Sie einfach das Video ab und das war's dann. Ich werde heute nach China zu unserem Werk in Shashan fliegen und ich dachte, in Zeiten, wo eigentlich jeder über den Coronavirus spricht, wäre es vielleicht ganz interessant, mal zu sehen, wie es in den davon sehr stark betroffenen Ländern oder in dem am stärksten betroffenen Land, China, wie es denn da wirklich ausschaut. Man hört ja relativ viel in der Zeitung oder liest, man hört nicht viel in der Zeitung, sondern man liest natürlich in der Zeitung. Ich finde insgesamt, der Hype um den Coronavirus ist meines Erachtens ein wenig übertrieben. Man muss sich mal vor Augen führen, in Deutschland gibt es, gestern waren es, glaube ich, 534 Fälle, die nachgewiesen worden sind, die infektiert sind. In Europa insgesamt 5000. In Deutschland ist noch Gott sei Dank keiner daran gestorben. Und wenn man so Vergleiche zieht, wie zum Beispiel mit der Grippeepidemie in 2017, 2018, die ja sehr, sehr stark war. Auch unsere Firma war damals sehr stark davon betroffen. Wir hatten am Anfang des Jahres riesige Probleme in der Fertigung, weil die Hälfte der Mannschaft fehlte. In dem Jahr, in dem Grippejahr 2017, 2018, sind über 20.000 Menschen in Deutschland daran gestorben, was sehr schlimm ist. Aber wenn man das mit dem Coronavirus vergleicht, ist das, glaube ich, nicht dazu angetan, den Coronavirus wirklich als ein so riesiges Problem für uns zu bezeichnen. Insgesamt, die Welt reagiert meines Erachtens etwas übertrieben darauf. Gucken Sie mal nach Italien. Da sind seit Donnerstag dieser Woche alle Schulen, alle Universitäten, alle viele öffentliche Einrichtungen geschlossen, weil in Tirol oder in der Lombardei einige Verdachtsfälle oder einige Infektionsfälle aufgetreten sind. Ob das sinnvoll ist, dafür dann in Sizilien und in Sardinien die Schulen zu schließen, weil in Norditalien ein Virus auftritt, ist für mich ein wenig Aktivität. Die Regierung will zeigen, dass sie was tut. Und so ähnlich ist es, finde ich, bei uns auch nicht ganz so schlimm. Also unser Gesundheitsminister Spahn versucht immer zu beruhigen, obwohl man, glaube ich, hier auch in Deutschland ein bisschen mehr tun kann. Zum Beispiel in der Schule meiner Tochter hier in Nürnberg, da wird zwar auch darüber diskutiert, aber es gibt nicht auf allen Toiletten Seife oder zumindest gibt es Seifenspender, aber da ist nichts drin. Meine Tochter hat natürlich, oder nicht natürlich, sondern ich habe meiner Tochter so ein kleines Fläschchen mit Sterilium gegeben, das sie auch einsetzt. Ich habe gesagt, fass keine Freundinnen an, küss keine Freundinnen. Mit den Jungs ist es noch nicht so weit. Meine Tochter ist erst 11, also insofern hat sie da noch ein bisschen Zeit. Also sind es hauptsächlich die Mädchen, aber ich sage, ein bisschen Abstand halten. Es waren noch einige in Italien beim Skifahren in Südtirol. Und wir hoffen mal, dass da nichts weiter passiert. Also wenn ich jetzt schnauf oder vielleicht huste, dann würde ich vermutlich gleich in Quarantäne gesteckt. Aber nein, so schlimm ist es nicht. Ich hoffe, dass ich gut durchkomme. Ich werde jetzt keine Zugfahrt filmen oder das Flugzeug, das haben Sie ja schon mal gesehen, da gibt es ja schon ein Video dazu. Aber ich dachte, dass ich Ihnen ein bisschen was von Hongkong zeige. Ich habe am Montag ein Treffen mit unserem Wirtschaftsprüfer. Am Sonntagnachmittag werde ich mich mit Freunden treffen in Hongkong. Vielleicht mache ich da auch einige Bilder. Wir wollen grillen in Hongkong Island und schauen wir mal. Vielleicht lassen Sie mich rein. Jetzt bin ich gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen und durch Zoll schon durchgekommen. Es ist relativ früh noch am Morgen, 6:30 Uhr. Aber
Was ich hier sehe, ist gähnende Leere. Der Flughafen ist wirklich absolut leer. Normalerweise stehen hier am Ausgang sehr viele Menschen, um die ankommenden Reisenden zu empfangen. Aber da ist nichts los. Also offensichtlich hat das schon gewisse Auswirkungen gehabt auf die Anzahl der Reisenden, die nach Hongkong gehen. Hello! So, how are you? Okay, how things are going on here in Hong Kong? Quiet. Quiet? I'm not the only guest here, or? You're the first one, and we have two guests now here. Oh, I was coming in downstairs. This was everything empty. Everything is empty, yes. Isn't this a huge problem for the hotel? For sure. Since when you have nobody here? I think after the breakout of the coronavirus, so maybe right before the Chinese New Year. This is beginning of February. End of January. My goodness. And also on the streets, I didn't see anybody. It's too early. Okay, it is pretty early at the moment. At the airport, I was also surprised because the airport was absolutely empty. Nobody's there. Yeah. Okay. And may I have some breakfast here? Okay, in my room? I think you have a room for me, huh? Yes. Every room will be ready. Okay, great. So, thank you. Now, then I will go and do a little bit work. So, und wenn ich hier in den Gastraum runterschaue, keine Menschenseele. Gut, es ist sicherlich noch ein bisschen früh, aber ich glaube nicht, dass sich das wesentlich ändert. So, liebe Pico-Freunde, ich bin jetzt ausgeschlafen und es geht mir deutlich besser. Und jetzt will ich mal zu einigen Freunden in Hongkong gehen und mal schauen, wie es da so ausschaut. Und hier ist jetzt wieder die Lobby-Bar. Und man sieht, es sind doch eine ganze Menge Leute da. Das war wahrscheinlich heute einfach viel zu früh. Also jetzt vom Hotel werde ich jetzt mal zur U-Bahn gehen und mal schauen, was draußen so los ist. Aber wie ich schon sehe, oh, es ist sogar Verkehr, aber es sind sehr wenig Menschen hier. Normalerweise ist das hier voll und hier steht es meistens Stau. Also völlig ausgestorben ist also Hongkong doch nicht. Es ist deutlich weniger los, auf jeden Fall. Aber Sie sehen, es sind einige Menschen unterwegs. Jetzt gehen wir mal zur U-Bahn. Ach übrigens, ich werde natürlich jetzt auch Maske tragen. Und schauen wir mal, wie ich dann ausschaue. Aber ob Sie mich dann auch verstehen? Also in der U-Bahn will ich das schon mal machen. Haben wir uns in Sonneberg besorgt. Also, muss ich mal gucken, wie das mit der Brille geht. Ich glaube, die Brille, jetzt, Sie erkennen mich nach wie vor mit der Brille. Also gut, jetzt gehen wir mal zur U-Bahn. Bis gleich. Das Shopping Center ist sogar offen. Das ist ein riesiges Teil hier. K11. Was interessant ist, die haben außen diese bewachsenen Fassaden zur Isolierung und natürlich auch zur Kühlung. So, ich werde jetzt von Tsim Sha Tsui nach Admiral fahren und von Admiral nach Causeway Bay und dann nehme ich ein Taxi und dann fahre ich da runter zur Blue Pool Road. Aber es ist
ziemlich leer hier. Und man sieht, einige Shops sind geschlossen. Es sind zwar ein paar Menschen da, aber im Verhältnis zu dem, was sonst hier in Hongkong los ist, ist das also verschwindend gering. Das sind also die U-Bahn-Stationen in Hongkong. Wenn Sie sich an meinen Bericht von Moskau erinnern, da war es natürlich deutlich schöner, waren natürlich auch viel, viel mehr Leute da als hier. Also im Zug ist es vielleicht schon ganz gut, eine Maske zu tragen. Da kommt man sich doch relativ nah aneinander. Oh, da ist sogar ein Platz frei. Ich brauche ja nur eine Station, aber trotzdem. So, jetzt bin ich auf einem Platz angekommen und da sieht es dann schon ein bisschen lebhafter aus. Also ganz Hongkong ist nicht geschlossen, wie man sieht, sondern es gibt durchaus Menschen hier, sind wahrscheinlich keine Chinesen, sondern nur die Einheimischen hier. Aber ich muss jetzt da auf die andere Seite zum Taxi gehen. Wir sind jetzt hier auf der Party von den Deutschen, das ist mein Freund Tim. Servus. Wie geht's, Tim? Hast du genug Essen mitgebracht? Ja, absolut, Mensch. Okay. Und wir sind hier auch mit einigen aus Hongkong. Und ich sehe, du hast einen Leberkäse. Wie schmeckt der Leberkäse? Sehr lecker. Sehr lecker? Sehr lecker. Besonders der Senf da drauf? Ja. Ja, okay. Guten Appetit! Put on that water fire, so the name is Servus, right? Yeah. So, Servus, hi! Have, I know you, but how you came here? How did I come here? Yeah. I'm singing, so I sing here. And? I live here. Where, in the hotel or somewhere? No, I'm at the clubs. At the club? I used to do the hotel. And is this affected at the moment by the coronavirus? Yeah, the event. My club is fine, but my event. Yeah. Okay, yeah. So have a good time. Thanks. And you also like the Leberkäse? The best. The best, the Leberkäse? Absolutely, German food, I love it. Okay, great, thank you. Also, wie Sie sehen, ist hier richtig was los. Eine ganze Menge Ausländer da, aber auch einige aus Hongkong und das ist ganz schön. Und keiner trägt Maske, weil es ja eine private Veranstaltung ist. Tim hat schon wieder ein neues Bier. Okay. Okay. Hi there, Isol. Why are we here? That is my co-host party. Und hier haben wir den Gastgeber. Zum Wohl, Michael. Warum hast du uns eingeladen? Ja, so einfach so. Einfach so? Einfach so. Ich dachte, du gehst nach Singapur. Ja, ich bin dann noch hier. Du bist noch hier, okay. Okay, also herzlichen Dank für die Einladung. Thank you very much for the invitation. So. Und so sieht also eine Wohnung in Hongkong aus. Ja. Das ist Michaels. Nicht jede Frau sieht in Hongkong so aus. Was? Nicht jede Frau sieht aus. Das stimmt. Ist sie aus Hongkong? Nein, aus Korea. Was? Aus Korea. Aus Korea. Also hier, das haben wir die Küche. Und hier, wir gehen nochmal durch und schauen nochmal nach draußen. Weil wir sind hier also in Causeway Bay und das ist die Rennbahn. Die berühmte Rennbahn in Hongkong.
Und auch hier, wie man sieht, nicht allzu viel Verkehr. Alles ziemlich eng. So sieht das also aus, wenn man hier wohnt. Eine Wohnung nach der anderen. Hier wohnen 7 Millionen, ca. 7 Millionen Menschen auf kleinstem Raum. Dass man da nicht sehr, sehr viel Platz hat, ist eigentlich kein Wunder. So, das ist hier der sogenannte Star Walk. Und in normalen Zeiten ist der also total bevölkert und tausende von Leuten laufen hier rüber. Und wie man sieht, man kann sie fast an einer Hand abzählen. Wirklich sehr schön hier, die Hongkong Skyline. Oh, da gibt es sogar wieder welche ohne Masken, aber das sind natürlich genauso wie ich Besucher, die das alles nicht so ernst nehmen wie die Chinesen. Ich will jetzt mal in den Shopping Center gehen und mal gucken, wie es da so ausschaut. Übrigens, da oben ist der Peak. Da kann man mit einer Zahnradbahn rauffahren. Sehr schön. Man hat einen wunderschönen Ausblick über Hongkong und Kowloon. Also ich bin jetzt auf Kowloon und da drüben ist Hongkong. Das Hongkong, das hat also früher zu England gehört. Und da sind das eben so stark mit Kowloon, also auf der Seite, auf der ich bin, verknüpft haben, hat wohl die Queen gesagt, machen wir einen Vertrag mit China und 50 Jahre Demokratie und dann können sie machen, was sie wollen, die Chinesen. Das tun sie natürlich jetzt schon und versuchen, die Demokratie in Hongkong sehr zurückzuschrauben. Und zumal meine ganz persönliche Meinung ist, ich glaube, dass Peking gar nicht mal so böse darüber ist, dass der Coronavirus jetzt hier eingezogen ist, weil es gibt keine Demonstrationen mehr, es ist ruhig, der Wirtschaft geht schlecht. Peking will ohnehin lieber den Aufschwung in Shenzhen oder Shanghai oder Guangzhou haben als in Hongkong. Aber wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung. Und man wird sehen, wie sich das hier weiterentwickelt in Hongkong. Ganz nett hier zu laufen. Schön frische Luft. Wunderbarer Ausblick. Ja, ich gehe jetzt mal in das Harbour City. Bis dann. So, jetzt bin ich in Harbour City. Schauen wir mal so den Gang da runter. Ja, schon deutlich weniger Leute hier. Aber wenn man sich überlegt, dass zu normalen Zeiten pro Tag über 400.000 Chinesen nach Hongkong kommen, um dort einzukaufen, kann man sich schon vorstellen, dass hier ein bisschen weniger los ist. Das ist die bekannte Nathan Road, eine der wichtigsten Einkaufsstraßen. Da tummeln sich Tausende von Menschen. Normalerweise. Aber man sieht, weder Verkehr noch Besucher. Also Hongkong ist schon ganz schön betroffen von der Situation hier. Und hier hat man nochmal einen schönen Blick auf das K11 mit den begrünten Außenfassaden. Überall wird Temperatur gemessen. Hallo.
Ja. Also passen schon gut auf hier.